Namaste, Bitch, was geht ab? Geil, dass du einschaltest. Heute hier im Podcast mit Irina Lefey. Kurz zu dir, du bist Sexarbeiterin und du studierst Gender Studies. Und Soziologie. Und Soziologie, also okay. Eigentlich Soziologie und Gender Studies. Soziologie und Gender Studies, okay. Warum ist die, ach, der Studiengang heißt so, deswegen die Reihenfolge? Ja, Soziologie ist mein Hauptfach, Gender Aha. Studies mein Nebenfach. Alles klar. Ich finde die Kombi sehr interessant, aber bevor wir dazu kommen, wie sich das verträgt und ob sich das verträgt und was deine Haltung dazu ist, würde mich so interessieren. Was hat dich dazu gebracht? Also ich meine, du kommst ja offensichtlich aus gutem Hause, du bist, wie soll man sagen, du bist intelligent, du studierst und man hat ja oft dieses Vorurteil, dass in der Prostitution eher, sag ich mal, die armen Frauen landen. Und was hat dich da hingeführt? Ja? Was hat dich dazu bewegt, zu sagen, so, yo, ich hab da Bock drauf? Also ich fand den Beruf schon immer sehr spannend und ich fand auch vor allem die Tatsache spannend, dass Escorts oder Prostituierte, Huren, whatever, nicht von einem Mann abhängig sind und sich so ein bisschen aus dieser traditionellen Rollenverteilung oder aus diesem traditionellen Muster rausbegeben und man auch so ein bisschen ja außerhalb dieser typischen Gesellschaftsstrukturen lebt, was aber auch Folge des negativen Stigmas ist, dass man eh an den Rand der Gesellschaft so geschoben wird. Aber irgendwie fand ich das sehr reizvoll und sehr spannend und ich fand auch die natürlich sexuelle Komponente, erotische Komponente sehr reizvoll und einfach die sehr enge Zusammenarbeit mit Menschen und dieses Spiel mit Erotik und Lust, Intimität, Nähe und Das heißt, du, was wäre der Hauptgrund, weswegen du sagen würdest, okay, deswegen habe ich es wirklich gemacht, wenn du weil ehrlich ich bist? Weil ich mir sicher war, dass ich das gut kann. Ja. Und dass ich da wirklich mich einfach wohlgefühlt habe. Also mit Menschen eben Nähe zu erzeugen, auf die einzugehen, denen ihre Bedürfnisse zu befriedigen, auch in eine Rolle zu schlüpfen, die für die Person eben was darstellt, was ihre Bedürfnisse und ihre tiefsten Sehnsüchte erfüllt. Okay. Das fand ich sehr spannend. Okay, aber du würdest auch definitiv sagen, dass du irgendwie so deine tiefsten Sehnsüchte dabei erfüllst irgendwie? Oder eher weniger? Das ist jetzt schwierig zu sagen. Also ich kann schon sehr viel ausleben in meinem Job, aber es ist natürlich trotzdem, die Bedürfnisse des Kunden sind natürlich das, worum mein Date aufgebaut ist. Ne? Mhm. Deswegen ist es auch nicht so, dass ich jetzt privat nicht noch gerne Dates habe oder Sex habe, weil natürlich der Sex oder die Erotik oder die Intimität bei meiner Arbeit den Kunden ins Zentrum stellen. Ja, okay. Das heißt, du dir gefällt das Gefühl auch ein Mann, das ist ja meistens ein Mann, deine Kunden, schätze ich. Ja, Mann oder es sind Mann und Frau, aber also es ist tendenziell ein Mann. Ja. Würdest du sagen, das widerspricht diesem feministischen Dogma, einen Mann zum Beispiel gerne ins Zentrum zu stellen und den zu befriedigen? Nein, überhaupt nicht, weil es mich nicht runterstuft. Also es ist nicht so, dass ich mich zurückstellen muss und meine Grenzen und Bedürfnisse, sondern im Gegenteil, ich kann meine Bedürfnisse und Grenzen sehr klar kommunizieren. Und wenn jetzt ein Kunde diesen Bedürfnissen nicht entsprechen würde oder meine Grenzen missachten würde, würde ich einfach sagen, nein, stopp, die Dienstleistung findet hier an der Stelle nicht mehr statt. Und das ist zum Beispiel der Unterschied. Im Privaten fällt es einem, glaube ich, viel schwerer zu sagen, hier ist meine Grenze und stopp, weil man ja irgendwie sich der Person viel mehr emotional oder auch viel mehr verpflichtet fühlt. Viel schwerer, glaube ich, vielen Frauen fällt, im Privaten zu sagen, das ist mein Bedürfnis und das sind meine Grenzen, die du achten musst. Und beim Escort kann ich ganz klar sagen, das biete ich an, das biete ich nicht an. Und dafür nehme ich die und die Preise. Und da ist es irgendwie viel, also kann man das viel klarer irgendwie kommunizieren oder es fällt vielen leichter, habe ich das Gefühl. Ja, spannend. Ich kann das als Mann irgendwie voll gut nachvollziehen, weil ich habe halt auch so dieses, also einfach die Vorstellung, zu einer Frau zu gehen und die zu bezahlen, ja, gibt mir einfach schon, also würde mir schon einfach so eine gewisse Entspanntheit geben, weil ich hätte dann das Gefühl, ich hätte meinen Teil schon getan und dadurch, dass es dann so ein offizielles Agreement ist, glaube ich, wäre ich einfach viel entspannter, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau im Club kennenlerne und die mit nach Hause nehme, vor allen Dingen, weil
ich mir so denke, so wir Typen, wir haben oft so diesen Leistungsdruck, weißt du, wir wollen Frauen irgendwie 8-mal zum Kommen bringen in einer Nacht und so und halt so übelst die Hengste sein. Und ja, und ich habe, ich, also rein im Kopf so, ich meine, ich war einmal bei einer Prostituierten, da war ich 16 und hart besoffen, irgendwo in Frankfurt an der, naja, fuck it. Auf jeden Fall, ich war da und kann mich nicht mehr erinnern, wie es war auch, aber ich denke mir, es war entspannt. Du denkst jetzt. Hoffe ich, denke ich, ich weiß es nicht mehr. Ja, also ich würde schon sagen, dass dieser Dienstleistungsfaktor auf jeden Fall für beide Parteien sehr steht viel... Steht mal dein Mikrofon ein bisschen näher dran? Perfekt, das, okay. Diese Dienstleistungskomponente für beide Parteien sehr viel Spannung rausnimmt. Also sowohl für den Mann als auch für die Frau. Für mich ist es viel einfacher, wenn ich vorher weiß, was sind die Bedürfnisse, was sind die Vorlieben, was sind die Sehnsüchte des Mannes und kann darum das Date strukturieren und aufbauen. Und für den Mann ist es natürlich auch viel einfacher. Er muss nicht in eine Bar gehen, erstmal gucken, welche Frau hat Interesse, dann irgendwie klären, hat die Frau die gleichen Vorlieben, welche Bedürfnisse kann ich der Frau offenbaren, welcher Erwartungsdruck ist dahinter, was muss ich erfüllen, damit die Frau auf mich eingeht. Und das fällt ja alles weg. Weil man das einfach vorher schon klären kann. Und das heißt aber in keiner Weise, dass der Mann irgendwie bezahlt und mit mir machen kann, was er möchte. Ne? Und genauso ist es nicht so, dass der Mann bezahlt und ich irgendwie jetzt nur sein Geld will und ne, Sachen nur mache, weil er dafür bezahlt hat. Sondern es ist schon so, dass ich meine Grenzen kommuniziere, er seine Grenzen, wir unsere Bedürfnisse abgleichen. Und dass es sehr respektvoll ist. Aber es fällt eben einfach dieser Druck weg, nicht zu wissen, was die andere Person will, welche Erwartungen hat die andere Person. Das kann man einfach viel offener aussprechen und hat nicht Angst, zurückgewiesen zu werden. Ja. Wenn mir jetzt einer sagt, ich stehe drauf, wenn das, das und das passiert, hat der weniger Angst, dass ich ihn dann irgendwie fertig mache oder da irgendwie kritisiere für oder er irgendwie sich dann dadurch abgelehnt fühlt. Sondern ich sage dann klar, okay, das mache ich gerne oder das mache ich nicht gerne. Also ist da eigentlich der größte Unterschied zwischen einem normalen Date und einem Date mit einer Prostituierten eigentlich die radikale Ehrlichkeit, oder? Ja, oder dass die dass Kommunikation einfacher ist. Ja, ja, genau. Aber ja. Weil man eben weiß, man ist jetzt 100% ehrlich, weil man genau sagen kann, ich will das. Und nicht diese Angst vor Ablehnung, würde ich sagen. Ja. Natürlich ist man bemüht und ich kann jetzt nur für meine Kunden sprechen, aber die sind sehr bemüht darum, dass es mir auch gefällt. Und die wollen auch, dass ich komme und dass ne, ich Spaß habe. Kommst du auch? Ja, natürlich. aber es ist eben nicht dieser, es ist halt in einem gewissen Rahmen auch ein Heraustreten aus dem Alltag. Man ist nicht so verhaftet in seinem Alltag und in seinem Privatleben und kann dadurch Sachen besser äußern und kann dadurch Sachen auch intensiver vielleicht erleben und geht danach wieder zurück in seinen Alltag. Also es ist wie so eine kleine, also ich sage gerne, es ist so Emotions- und Erotik-Tourismus. Die bezahlen ihr Ticket und dann verreisen wir zusammen und dann fahren sie wieder nach Hause und ich auch. Und ja, also deswegen macht es vieles auch einfacher und ich sehe da eigentlich keine Nachteile, wenn man jetzt nicht irgendwelche Strukturen hat oder Faktoren, die für ambivalente oder asymmetrische Machtverhältnisse sorgen können oder dass eben einer Macht ausnutzt. Aber im Grunde macht das vieles auch einfacher. Aber ich denke mal, diese, was du gerade gesagt hast, diese asymmetrischen Machtverhältnisse, es gibt ja bestimmt Frauen, die sind in der Position, oder? Na gut, aber ich meine, wahrscheinlich auch außerhalb der Prostitution. Also ich meine, jemand, der keinen Bock hat, seinen Job bei DM zu machen, aber es machen muss, weil er sonst von seinem Vermieter rausgeworfen wird, hat die gleiche Situation auf einer gewissen Ebene, nur dass er halt irgendwie Parfüm verkauft, statt jetzt, keine Ahnung, Blowjobs zu geben oder so. Ja, also ne, ich meine, eine Frau, die jetzt hierher kommt und sich prostituiert, vielleicht auch aus Osteuropa oder so und ganz bewusst hierher kommt, weil sie mehr Geld hier verdient in der Prostitution, als wenn sie putzen geht, hätte sie sich jetzt emanzipierter gefühlt, wenn sie Böden geschrubbt hätte, ne? Ist halt die Frage. Deswegen diese Frage nach Freiwilligkeit. Und wahrscheinlich deutlich weniger verdient. Genau, deutlich weniger verdient. Und die Frage nach der Freiwilligkeit ist ja einfach eine Frage, die man sich dann als gesamte Kapitalismuskritik fragen muss. Wer geht freiwillig zur Arbeit? Wer, ne? Also von daher ist es jetzt kein Parameter, was man so anwenden kann, nur auf die Prostitution. Wo fängt Freiwilligkeit an? Wo hört es auf? Natürlich, wenn Zwang, sag ich mal, Gewalt oder so hinzukommt, ist das immer eine Straftat und ist jetzt nicht im Sinne der Freiwilligkeit, wie wir Freiwilligkeit verstehen. Aber würdest du sagen, Zwang und Gewalt ist etwas, was Prostituierte öfter erfahren als andere Frauen in anderen Berufsgruppen? Ich glaube, dass es gerade in der Prostitution sehr sichtbar ist für die Öffentlichkeit, weil die Prostitution ein Feld ist, was wir als
Rand der Gesellschaft identifizieren. Ja. Die meisten Leute nehmen das nicht als Teil der Gesellschaft wahr, zu der sie gehören. Das heißt, die meisten Leute können in der Prostitution Strukturen, die Unterdrückung oder asymmetrische Machtverhältnisse fördern, leichter wahrnehmen, weil sie sich nicht damit identifizieren. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass in der Baubranche genauso viel Menschenhandel und Zwang ist, ne, oder Ausbeutung, ja, oder in Serviceberufen, ne, genauso prekäre Verhältnisse herrschen, dann ist es für die meisten Leute was, das nehmen sie vielleicht auch in Anspruch, oder Altenpfleger, und das, da verbinden sie irgendwas mit, können sich mit identifizieren, dass das ein Teil unserer Gesellschaft ist. Prostitution ist so außerhalb, deswegen können wir da natürlich ganz einfach Sachen anprangern oder kritisieren, weil das ja nur ein Teil in der Prostitution ist. Ja. Und das ist einfach ziemlich eindimensional gedacht und ziemlich oberflächlich und auch ziemlich verlogen, weil es natürlich da Missstände gibt, aber das sind Missstände, die auf gesellschaftlichen Strukturen beruhen und nicht auf der Prostitution an sich. Ja, spannend. Das ist spannend, dass du das sagst mit dem, dass es ja in anderen Branchen genauso funktioniert. Ich weiß noch, ich habe mal in Frankfurt bei einer sehr bekannten großen, deren Namen ich jetzt leider nicht erwähnen darf, aus vertragsrechtlichen Gründen, halt gearbeitet bei einer sehr, sie hat auch ein sehr, sehr großes Gebäude in Frankfurt, sehr großes Gebäude. Einige. Ein großes Gebäude. Und als der Bau dieses Gebäudes war, standen vor dem Gebäude immer halt Gruppen von, ich glaube, Rumänen und Polen. Und ich glaube vor allem die Rumänen. Ich habe gehört, dass die für einen absolut beschissenen Lohn da mitgearbeitet haben und auch krass verarscht wurden. Also denke ich mir, wird Abzocke ja, in jedem Bereich. Ja, Erntehelfer, da ist ja fast, also ist ja teilweise fast sklavenähnliche Zustände. Ja. Aber solange der Deutsche seinen Spargel kriegt, ist das natürlich in Ordnung. Ja, Hauptsache die Pipi stinkt so. Ja. Ja, spannend. Und du sagst selber, du kannst Sex auch noch genießen, obwohl du, oder vielleicht, ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Widerspruch ist, aber ich denke mir halt so, meine Vorstellung ist, dass du vielleicht ein bisschen, ich weiß ja nicht, wie viele Kunden du jetzt hast, so, aber ich stelle mir halt vor, dass eine Prostituierte vielleicht sogar übersättigt ist und dann privat gar nicht mehr Bock hat irgendwie. Also ich kann ja jetzt nur für meinen Tätigkeitsbereich sprechen. Deswegen frage ich dich. Ja, genau. deswegen kann ich das nicht grundsätzlich beantworten, weil in der Prostitution, muss man sich vor Augen führen, gibt es so eine Diversität und so viele Tätigkeitsbereiche. Und wenn man jetzt im Bordell arbeitet, hat man natürlich eine ganz andere Kundenfrequenz, als ich beim Escort habe. Und vielleicht auch noch, wenn man im Escort mit einem niedrigeren Preisniveau arbeitet, hat man vielleicht auch noch mehr Kunden. Ich bin ja in einem relativ hohen Preissegment angesiedelt. Und was führt dazu, dass du im hohen Preissegment angesiedelt bist, in anderem Niedrigpreissegment? Ich meine, du bist heiß, aber was noch? Ich meine, weil es gibt viele heiße Frauen, die sich wahrscheinlich auch für deutlich weniger prostituieren. Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Es muss natürlich auch gewisse Faktoren erfüllt sein, ne? Also ich spreche Deutsch, ich spreche Englisch, damit kann ich auch internationale Kunden bedienen. Ich habe, sage ich mal, einen gewissen Bildungsstandard. Du musst ja auch gewisse gesellschaftliche Themen, gewisse Bereiche mit deinen Kunden abdecken können. Ne? Also deswegen sind da schon ein paar Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass du kannst, sag ich mal, wenn du jetzt hierher kommst und kein Deutsch sprichst und du erlernst Deutsch, dann hast du natürlich die Möglichkeit, auch im Escort zu arbeiten. Wenn du jetzt kein Deutsch sprichst, kannst du dich natürlich nicht mit dem Kunden 6 Stunden zum Dinner setzen. Mhm. Ne, dann arbeitest du vielleicht eher im Bordell. Aber manche Frauen arbeiten auch viel lieber, sag ich mal, im Bordell oder im Saunaclub oder FKK-Club und haben eher so auf sexbasierte kurze Dates mit verschiedenen und mehr Kunden, weil die einfach diese Intimität, dieses wirklich mit dem Kunden eine Connection, also Verbindung eingehen, wirklich dieses Nähe und dieses sich Probleme anhören von anderen Personen, emotional da einzutauchen, weil sie das sehr viel anstrengender finden, als jetzt einfach nur mal 10 Blowjobs am Tag zu geben. Ja, und, nicht, dass ich es so weiß, verstehe ich, aber ja, okay. Aber ne, das ist einfach auch eine Frage von Vorlieben, wo du halt gut bist, wo du dich wohlfühlst. Manche gehen ja auch in den eher kinky BDSM-Bereich, wo die, sag ich mal, ja, vielleicht abstrusere Wünsche oder was heißt abstruse, aber Wünsche haben, die ich jetzt bei meinen Kunden nicht so habe, wo ich erstmal sagen würde, huch, okay, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das könnte. Ja. Aber für die ist das einfacher, als mit einem Kunden sich zu einem Dinner zu setzen. Und das ist einfach eine Frage auch von Vorlieben. Und ich mag halt einfach dieses mit jedem eine sehr innige Verbindung oder ne, den Menschen kennenzulernen und da jetzt nicht einfach so eine starke Trennung zu haben, dass ich sage, okay, das ist jetzt so rein geschäftlich und mich interessiert nicht, was in den Menschen vorgeht, sondern, Aber würdest du nicht sagen, es ist vielleicht auch ein bisschen, wenn du sagst, naja, ich meine, du bist interessiert an den Menschen und
Ja, ich stelle mir halt vor, dass im Escort, das halt, also sehe ich das richtig, der Escort ist ja mehr ein bisschen das Higher-Class-Gewerbe. Das wird immer so gesagt, aber das würde ich jetzt, also Weil ich stelle mir halt vor, es ist vielleicht ein bisschen angenehmer, also einfach nur, es ist einfach wahrscheinlich, also würde ich mich jetzt versuchen reinzuversetzen, was, dann würde ich mir vorstellen, es ist deutlich angenehmer, vielleicht noch auf ein Geschäftsessen zu gehen und für die Zeit auch schon bezahlt zu werden, als irgendwie halt einfach nur ein Kerl nach den anderen halt Also, irgendwie. wie gesagt, das ist echt eine auch nur Charakter oder eine Sache, was man mag. Also, ich kenne durchaus Frauen, die sagen, die können sich das nicht anhören von dem Kunden, die wollen nicht wissen, was Das kann ich voll gut die wollen nachvollziehen. einfach, die machen das fertig und dann der nächste. Zum Beispiel war ich in Amsterdam und habe mich von einer Frau da rumführen lassen, die selbst da im Rotlichtviertel gearbeitet hat. Und die hat dann sehr viel erzählt und hat auch gesagt, dass es natürlich auch diese Escorts gibt in Amsterdam, aber dass viele Frauen einfach, also sie hat gesagt, der Durchschnittskunde bleibt, ich meine, das ist gut, das ist auch so ein Partyviertel, ne? Aber der Durchschnittskunde bleibt so Viertelstunde. Und die kassieren erstmal für eine halbe Stunde 50 Euro und für alles extra. Und dieser halben Stunde 50 Euro ist meistens nur ein Handjob und noch nichts weiter enthalten. Und die hat gesagt, diese Arbeitsweise ist für sie zum Beispiel durchaus angenehmer und für viele Kollegen, weil die einfach die Kunden quasi sehr mit einer sehr großen Distanz schnell, sag ich mal, abhandeln und da auch noch für alles extra verlangen und dadurch sehr viel Geld machen können. Und das ist einfach Aber das ist natürlich. etwas, was dir zum Beispiel jetzt Ja, genau. nicht. Ich weiß noch, wo ich im Stripclub gearbeitet habe. Ich habe teilweise mit den Kunden da gesessen und habe 2 Stunden mit denen geredet und so, oh Scheiße, okay, ich habe noch nicht 1 Cent verdient. Und teilweise andere Frauen, die jetzt auch kein Deutsch gesprochen haben, sondern nur Englisch, die aus Rumänien zum Beispiel waren, die haben dann echt teilweise so viele Kunden durchgejagt am einen Abend, dass ich so dachte, wow, okay, wie machst du das? Und ich saß dann teilweise mit meinen Kunden dann stundenlang da und habe mich unterhalten und habe halt nicht so viel verdient. Und da habe ich halt gemerkt, okay, das ist einfach nicht so mein Ding, sondern ich kann das einfach. Ich muss mit den Leuten einfach irgendwie eine Verbindung aufbauen, dass ich gut arbeiten kann. Aber da bin ich halt falsch in Sachen, die auf hohe Auf Frequenzen, Masse. ja, auf Masse ausgelegt sind. Ah, krass, sehr cool. Aber ist sehr gut. Dann hast du irgendwie auf einer gewissen Ebene halt gecheckt, okay, was passt für mich, was kann ich da machen? Und dann hast du halt eben genau das gemacht, ne? Ja, Das ich klingt meine, das ja. ist auch, ich kann zum Beispiel deswegen ja auch nicht viele Kunden haben, weil das würde man ja psychisch gar nicht packen. Ja, ich meine, klar, es ist auch körperlich anstrengend, wenn du irgendwie keine mehrere Kunden am Tag hast, aber es ist psychisch auch sehr anstrengend, wenn du zu viele Leute immer zu an dich ranlässt und mit zu vielen Leuten irgendwie eine emotionale Bindung eingehst. Deswegen, und ich bereite mich auch sehr intensiv auf jedes Date vor und Das heißt, wie viele, nach. weiß nicht, ob du das überhaupt sagen willst, aber ungefähr, Es ist wenn du schwierig so zu sagen sagen. würdest, wie Also, viele. es gibt Monate, da habe ich schon, treffe ich mal jede Woche einen Kunden, aber es gibt auch Monate, da treffe ich mal gar keinen. Also es ist wirklich unterschiedlich, das kann man wirklich nicht so pauschal Das sagen. klingt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ziemlich entspannt. Ja, mega. Voll cool. Ja, es ist auch sehr, also es ist auch manchmal stressig, ne, und es ist sehr viel drumrum. Du hast sehr viel E-Mails schreiben, sehr viel telefonieren, sehr viel administrative Arbeit, Fotoshootings, Social Media. Musst du dann bei den E-Mails, die du schreibst und bei Social Media, Irina Lefader, finde ich bei Twitter, ne? Instagram Instagram und das war's, glaube ich, oder? Und und OnlyFans, ja, OnlyFans, OnlyFans halt. genau. Und bei OnlyFans, was hast du da für einen Content? Auch einfach. Ja, da habe ich halt mehr nackten Content als bei Twitter, also mehr explizit. Was heißt jetzt? Also, ne, gut, bei Twitter kannst du auch Bilder mit Brust und so posten, aber bei Instagram ist das ja total. Aber, Das heißt, für den sehr guten Content dann OnlyFans. Nein, der ist überall schon Der ist gut. überall Ja, sehr der gut. ist Ja, überall ganz sehr ehrlich, gut. ich habe den Quality-Check schon gemacht, Leute, und kann bestätigen, Daumen hoch. Ja. Cool. Und was mich noch interessiert, und das, um nochmal auf die Anfangsfrage oder auf den Anfang zurückzukommen, du studierst ja also Soziologie und Gender Studies. Ja. Ist das die richtige Ja. Reihenfolge? Okay. Das Ding ist so, ich habe diese Leute, nehme ich als Comedian meist als meine Feinde wahr auf einer gewissen Ebene, weil ich damit oft Leute Ach, ich kann da assoziiere. sehr gut drüber lachen, oder? Ja, deswegen, ich fand das sehr krass, dass du meinen Stand-up teilweise so gesagt hast, dass du sogar das eine Bit, die eine Comedy-Nummer, wo ich über Transgender-Leute rede, auf meinem Instagram, dass du gemeint hast, dass du das am coolsten findest. Ich war so überrascht, weil ich mir dachte so, hä, das ist gar nicht das Bild, was ich von Gender-Studies-Leuten hatte, weil für mich waren Gender-Studies-Leute oft, soll ich ganz ehrlich sein, einfach nur Frauen mit abrasierten Seiten, kurzen Haaren, die Männer hassen und dann einfach Ich liebe so. Männer. Ja, genau, du liebst Männer. Und das ist halt so, das war für mich tatsächlich so mindblowing auf einer gewissen Ebene, weil ich sowas
weil ich dachte so, hä? Ah, das gibt's also auch, ne? Da war ich dann auch im Vorurteil, weil, gut, ich muss auch sagen, ich habe schlechte Erfahrungen mit Hardcore-Filmen. Ja, ich bin auf ein paar Comedy-Shows in Berlin gebannt, also auf ein paar Englisch-Comedy-Shows, weil ich mal einer Frau da gesagt habe, dass sie sexy ist. Und das war alles, was ich gemacht habe. Ich habe gesagt so, you're sexy. Es war nicht mal irgendwie öffentlich, das war nur so ein privaten Gespräch. Das war nicht mal creepy. So, ich habe ihr jetzt nicht an der Schulter gerochen und dann gesagt, you're sexy oder so, weißt du? Sondern es war ein entspanntes Gespräch. Echt? So. Und ja, und dann hat sie mich halt da gebannt und dann noch bei weit, egal, jedenfalls, es ist halt passiert. Okay. Und dann habe ich nachhinein rausgefunden, dass sie so Hardcore-Feministinnen sind. Wahrscheinlich sind das nicht mal echte Feministinnen, ja, sondern halt... Es gibt ja auch so Hardcore-Radikal-Feministinnen, die sagen, Prostitution ist Menschenrechtsverletzung, ist Unterdrückung der Frau. Und das ist halt so mein Standpunkt. Ich bin Feministin und ich beschäftige mich gerne auch mit Gender Studies und mit soziologischen Themen und mit Strukturen, die für Unterdrückung, Diskriminierung sorgen und ne, um die Gesellschaft besser zu verstehen. Und natürlich sind in der Prostitution auch Strukturen wirksam, die zum Beispiel patriarchalischen Ursprung haben oder auch diskriminierende oder rassistische Strukturen, aber die sind nicht anders als im Rest der Gesellschaft. Hm. Und zu sagen, dass Prostitution Unterdrückung der Frau ist, ist einfach viel zu oberflächlich gedacht und dann versucht man ein Problem irgendwo hinzuschieben, was überall existiert und versucht so, das liegt an der Prostitution, wir schaffen die Prostitution ab, damit sind alle Frauen gleichberechtigt. Das ist Schwachsinn. Und das hat mich halt interessiert, auch an Gender Studies zu gucken, gerade eben die Leute, die zu radikal sind, einfach denen was entgegenzusetzen, weil ich erlebe in der Prostitution das Gegenteil. Ich erlebe, dass ich in einer sehr guten Machtposition bin und mit meinen Kunden auf Augenhöhe und dass es mir sehr viel gibt und ein sehr menschlicher und sehr wertschätzender Austausch ist auf beiden Seiten. Mhm. Und natürlich weiß ich, dass es auch andere Strukturen in der Prostitution gibt oder Frauen, die aus prekären Lebenssituationen kommen und dadurch benachteiligt werden. Und natürlich möchte ich für die auch bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Und zum Beispiel auch, dass ich kann natürlich zu jedem Kunden Nein sagen und ich kann meine Rahmenbedingungen fordern. Ich kann sagen, wer mir nicht seinen richtigen Namen gibt, der hat, also wer mir da nicht vertraut, dem vertraue ich doch nicht, um intim zu werden. Ja. So, es gibt natürlich Frauen, vielleicht im Bordell oder Straßenstrich oder so, die würden niemals nach dem richtigen Namen fragen oder würden vielleicht auch gewisse Praktiken nicht ablehnen, weil sie das Geld so sehr brauchen und vielleicht ne, darauf angewiesen sind. Und dann natürlich von dem Mann Machtmissbrauch ausgeübt werden kann. Ja. Aber das liegt ja nicht an der Prostitution. Das kann auch in dem Beruf sein, wenn du Sekretärin bist und auf deinen Beruf angewiesen bist und dein Chef sagt, okay, entweder du gibst mir jetzt einen Blowjob oder du bist gefeuert. Ja. Ne? Und das ist halt einfach mir zu kurz gedacht, da jetzt irgendwie gewisse Bereiche anzuprangern, sondern es ist was Gesamtgesellschaftliches. Und deswegen habe ich das studiert, um eben da auch dem was entgegenzusetzen, jetzt den Prostitutionsgegnern, die dann sagen, dass Prostitution ist die Wurzel allen Übels. Und ja. Ja, spannend. Du hast dich ja irgendwann geoutet. Ich meine, offensichtlich, du bist ja hier gerade bei laufender Kamera, bei laufendem Mikrofon und das kriegen ja Leute auch mit, die dich kennen. Wann hast du dich geoutet? Wann war dein Outing als Prostituierte? Meinen besten Freunden und so habe ich das ja Stück für Stück natürlich erzählt. Ich würde jetzt so sagen, mein... Stück für Stück? Wie erzählt man ja, also, ja, Stück für erst Stück? Den engsten Freunden, dann... Also, ne? Ich dachte, der gleichen Person erst zu sagen, also ich bin ein bisschen Prostituiert. aber meinen Eltern habe ich das so 2017, nachdem ich das so ein Jahr ungefähr gemacht habe und wusste, das ist wirklich was ich so gerne mache, dass ich das weitermachen werde. Ja. Und deswegen muss ich es meinen Eltern zwangsläufig sagen und muss dann halt damit umgehen oder ne, sehe mich diesen Vorurteilen und den Ängsten meiner Eltern konfrontiert. Und meine Mutter, die hat das dann auch schon so ein bisschen gemerkt, weil ich das immer weniger verheimlicht habe und hat dann gesagt, sie hat davon geträumt, dass ich Prostituierte bzw. Escort wäre und ob das denn stimmt. Und dann habe ich so gesagt, okay. Ganz schön unauffällig durch die Blume gefragt. Ja, ich hatte diesen Traum. Ja, genau. Bist du Prostituierte? Und meine Mutter hat natürlich, da sie sehr an mir hängt und sehr viele Ängste dann da reinprojiziert hat, hat die natürlich angefangen, ja, aber du verkaufst deine Seele, verkaufst deinen Körper und was ist, wenn dieses passiert, was ist, wenn jenes passiert? Und dann konnte ich halt sagen, Mama, ich mache das jetzt schon ein Jahr und ich erlebe das so und so. Und dann hat sie das natürlich erstmal nicht geklappt, hat sich trotzdem weiter Sorgen gemacht. Aber dadurch konnte ich das dann ein bisschen besser handeln, als wenn ich jetzt gesagt hätte, Mama, guck mal, ich habe mir überlegt, ich möchte Sexarbeiterin werden. Was hältst du davon? Ja. Das hätte dann wahrscheinlich dazu geführt, dass ich es niemals gemacht hätte. Ja. Und so habe ich dann meine Mutter einfach sehr viel daran teilhaben lassen und habe sie zum Beispiel angerufen, wenn ich auf dem Weg zum Date war, habe ganz offen mit ihr drüber geredet, habe ihr erzählt, wie es war. Und dann hat meine Mutter einfach irgendwann gesehen, okay, die ist happy. Ja.
finde ich jetzt vielleicht nicht gut, würde ich nicht machen, aber was kann ich dem entgegensetzen? Mhm. Wenn mein Kind glücklich ist und ich mein Kind liebe, dann will ich, dass es glücklich ist, egal was es macht. Also ja. lerne ich damit zu leben. Ja. Und jetzt hat meine Mama sogar gesagt, sie ist sehr stolz auf mich. Ah, cool. Ja. Klingt auf jeden Fall nach einer sau intimen und eigentlich sehr guten Beziehung, wenn du sogar auf dem Rückweg von einem Kunden gerade also mit deiner Papa, Mutter telefonierst und denen dann sagst, so wie es war und alles und ja, so. Ja, jetzt nicht alles ins Detail, aber. Hast du, ja, so, oh, krass, die Frau. Nee, und hast du dann, ich frage mich, hast du Freunde verloren oder hast du irgendwie, hast du Leute verloren in deinem Leben? Weil oft, also, was heißt hier oft, ich laber gerade irgendwas, aber ich meine, ich habe den Eindruck, dass wenn Leute ein krasses, ein für sie bedeutendes Coming-out haben, eigentlich egal in welcher Richtung, egal ob jetzt jemand sagt, ich bin schwul, ich bin Prostituierte, ich bin Grünwähler, dann habe ich oft das Gefühl, dass diese Leute dann halt danach, beim Grünwähler zurecht, nein, Spaß, aber dann oft stigmatisiert werden und vielleicht auch Freunde verlieren und so. Und das war bei dir gar nicht der Fall? Also zu dir nein, haben verloren nicht, nein. Natürlich haben meine Freunde auch Bedenken geäußert und haben natürlich auch, wird man dann öfter mal wieder mit Rückfragen und so, aber da ich sehr offen damit umgehe und die ja merken, okay, die ist glücklich damit, ne? Und deswegen, ich habe ja auch vorher schon zu meinen Freunden sehr offenes, sehr ehrliches Verhältnis gehabt. Und ich meine, meine Freunde und auch meine Eltern, die kennen mich. Also es war jetzt nicht so, dass es so mega der Schock war, so von wegen, oh mein Gott, sonst hat sie Sex vor der Ehe verabscheut und jetzt auf einmal ist sie eiskalt. Sondern es war ja schon vorher eigentlich, konnten die mich relativ gut einschätzen. Deswegen war es jetzt nicht so, oh mein Gott, das hätten wir niemals gedacht, sondern es war schon, ne, hat sich schon so eingefügt in meine Lebensgeschichte. Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal einen festen Freund zu haben? Aber dann muss der halt mit meinem Job klarkommen. Ja. Also, ich weiß natürlich nicht, wie lange ich den Job machen werde, das lasse ich einfach mal offen. Stimmt, das ist die nächste Frage. Was ist denn die Halbwertszeit von einer Prostituierten? Ich habe auch schon, also ich habe mit einer, seht ihr auch auf meinem Instagram, mit einer ein Interview gegeben, die auch einen YouTube-Kanal hat. Und die hat auf ihrem Kanal auch eine interviewt, die 60 ist und noch Escort macht. 60? Ich glaube, 60 war sie. Oder? Ja. Wie alt sind die Leute, die eine 60-jährige Escort-Frau? Sehr viele Junge zum Beispiel, die einfach gerne mal mit einer sehr reifen, erfahrenen Frau, ich glaube, sie war 60. Also 60 ist schon extrem. Ich glaube, 50 und 60. Ja, guck dir manche Stars an, guck dir Madonna aus, wie sie mit 60 aus. Also, ja, gut. Ja. Also ich habe auch Freundinnen, die sind älter als ich und die verdienen teilweise mehr. Also ne, das ist einfach eine Frage, wer halt, wie man seine Nische halt findet oder wie man sich auch positionieren kann. Aber ich habe jetzt nicht den Plan, ich muss es bis 60 machen. Aber das ist jetzt auf jeden Fall nicht so, dass ich sage, okay, wenn ich eine Beziehung habe, höre ich sofort damit auf. Ja. Sondern wenn ich eine Beziehung eingehe, muss die Person akzeptieren, dass es mein Beruf ist und dass, wenn ich jemanden liebe, dass ja nicht eine Konkurrenz ist, mein Beruf. Sonst würde ich ja jeden meiner Kunden sofort heiraten. Also weißt du, dann müsste ja jeder Kunde auf den Kunden eifersüchtig sein. Natürlich habe ich zu meinen Kunden eine sehr emotionale Bindung und die sind wirklich Menschen, die für mich eine große Rolle spielen in meinem Leben und das ist jetzt nicht einfach nur jemand, den ich jetzt für Geld irgendwie oder, ne, also, aber trotzdem ist das was ganz anderes, wenn ich privat mit jemandem zusammen bin, als wenn ich jetzt, ich meine, mit meinen Kunden ist es einfach in einem gewissen Rahmen, Raum und privat wäre dann in einem sehr viel größeren Rahmen in meinem Leben. Ja. Du musst wahrscheinlich aufpassen, dass du dich nicht in deine Kunden verknallst, richtig? Da muss man halt natürlich klar beidseitig ein bisschen das abgrenzen, aber es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht für meine Kunden teilweise auch sehr intensive Gefühle empfinde. Ja, ja. Aber das gehört eben bei mir auch irgendwie dazu. Ja. Also komplett ohne Gefühle wäre quasi vielleicht nicht, vielleicht machst du es ja auch gerade ein bisschen wegen der Gefühle, weil du damit ein bisschen spielen dann auch kannst und so. Also halt so eine. Naja, es ist schon, ich meine, alles ist mit Gefühlen schöner. Also, wenn man bei seiner Arbeit, sehr viele. Na, kommt drauf an, eine 8-Stunden-Schicht bei DM ist vielleicht ohne Gefühle schöner. Wieso? Wenn man da sehr viel positives Feedback von den Kunden bekommt, sehr viel Gefühle erlebt. Jeder Arbeit schöner, wenn man da irgendwie was reingibt und Gefühle zurückbekommt und eben dieses Hin und Her von positiven Gefühlen hat. Und so ist es natürlich bei meiner Arbeit auch. Ja. Also, und da vielleicht noch mehr als jetzt bei einer DM spät. Also wer weiß, aber. Ja. Und findest du, ich glaube, es ist auch oft so ein Vorurteil, dass Prostituierte vielleicht ein besonders, ich weiß nicht, ob es ein Vorurteil ist oder ob es stimmt, aber man denkt ja oft, dass Prostituierte ein gefährlicher Beruf ist, weil du oft mit den Abgründen der Männer konfrontiert wirst. Vielleicht kommen halt irgendwelche krassen Agros, irgendwelche unberechenbare Leute, die vielleicht erst sogar
irgendwie sehr. Ich meine, guck mal, man muss ja nur mal gucken, wie Typen schreiben. Also schon, wenn mir Mädels ihr Handy geben und dann gucken, was ihnen Typen auf, was weiß ich, Tinder und so schreiben oder whatever, dann siehst du da erst einen Typ so, der da, keine Ahnung, auf so einem weißen Ross sitzt und irgendwie einen echt glatten Haarschnitt hat und sieht aus, als hätte er sein Leben krass im Griff. Und dann schreiben die teilweise so direkt die abgefuckt. Also ich habe das Gefühl, Typen sind teilweise, ohne jetzt Männer general zu verdächtigen, das wäre Bullshit, ich bin ja selber ein Creep, aber ich habe das Gefühl, Männer sind oft auch echt, genauso wie Frauen, oft unberechenbar. Also, Und du bist ja dann im Kontext, wo Unberechenbarkeit vielleicht ein bisschen brenzliger wäre als jetzt. ich würde sagen, das ist ein Vorurteil. Also es Ja. kommt, wie gesagt, ich kann jetzt nur von meinem Bereich der Sexarbeit sprechen. Und in anderen Bereichen, wo das vorkommt, das sind Bereiche, wo eben prekärere Arbeitsbedingungen herrschen. Ne? Also ich, Das wäre zum Beispiel. naja, wenn du auf dem Straßenstrich arbeitest Ja. und bist vielleicht drogenabhängig, du hast eine finanzielle Notlage, bist davon abhängig, steigst zu dem Typen ins Auto, hast niemandem von deinem Beruf erzählt. Das heißt, du sagst auch niemandem, ich steige jetzt zu XY ins Auto oder dich covert keine Freundin. Dann kann der Typ natürlich, wenn er gewalttätig ist, und vielleicht bist du auch nicht registriert als Sexarbeiterin. Das heißt, wenn dir eine Vergewaltigung passiert, gehst du nicht zur Polizei, weil du Angst haben musst, dass du illegal gearbeitet hast. Also das sind einfach Bedingungen, äußere Faktoren, die dafür sorgen können, dass du in ein Verhältnis, eine Situation kommst, die dich nicht schützt. Das heißt, wenn eine Sexarbeiterin vergewaltigt wird, die nicht angemeldet ist, kann sie danach eine Strafe kriegen, wenn sie Weil die Vergewaltigung sie im kann eine Rahmen Strafe der... kriegen dafür, dass sie unangemeldet gearbeitet hat. Genau. Ah, Genau. okay. Und das sind ja einfach äußere Faktoren. Und die habe ich jetzt zum Beispiel nicht. Und deswegen kann ich jetzt von meiner Seite sagen, dass bei mir natürlich die Männer eher vorsichtig sein müssen. Weil wenn einer, keine Ahnung, mir irgendeinen Bullshit schreibt oder Ja. irgendwie meint, sich daneben benehmen, dann sage ich, die Dienstleistung findet nicht statt, mein Ja, Freund, egal was du ja. zahlst, Aber tschüss. das ist, weil du Und halt auch einen gewissen, naja, halt eine gewisse ja, ich Bildung habe und eine gewisse gewisse Faktoren, Situation ja, auch und gewisse Faktoren, Sicherheit, ne? ja, Es Sicherheiten. hat keiner einen Angriffspunkt, wo er mich erpressen kann. Keiner kann sagen, hier, ne, ich brauche auch das Geld nicht so. Also, ne, ich bin jetzt nicht in einer prekären Notlage, dass ich sage, okay, ich muss das jetzt machen, sonst kann ich Ja. die Miete nicht zahlen. Und Ja. dadurch muss ich mir das gefallen lassen oder ich werde von irgendwie, ne, also es ist einfach eine Sache von, was du für Bedingungen hast. Ja. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass es super wichtig ist, die Bedingungen zu schaffen auf dem Staat, dass eben die Frauen ihre Rechte, Zugriff auf ihre Rechte haben, wenn natürlich ein Mann in der Anonymität und mit einer Frau, die prekäre Lebensbedingungen oder Arbeitsbedingungen hat, seine Macht missbrauchen kann, dann ist es natürlich für die Sexarbeiterin sehr gefährlich. Ja. Spannend, was der Staat machen könnte. Du hast, glaube ich, in der FAZ, das hast du mir erzählt, waren ein Gastartikel, glaube ich, von dir mit dem Also ich habe Titel ihn nicht der. geschrieben, ich habe ein Interview Du gegeben. hast ein Interview gegeben, Ja. genau. Und in dem Interview hast du gesagt, der Staat ist der größte Zuhälter. Ich habe, auch wenn ich nicht genau weiß, worum es dabei geht, ich finde das einfach witzig. Das klingt, Also, kannst du das haben die erklären, als was damit Überschrift gemeint ist? Das genommen. haben die als Überschrift Ja. genommen. Also was ich damit meine, ist zum Beispiel in der Corona-Krise sind die Bordelle zu und wir haben ein Sperrgebiet in dem Bahnhofsviertel, dass du, soweit ich weiß, dass du nicht anwerben darfst. Also in vielen Sperrgebieten darfst du nicht öffentlich Kunden auf der Straße anwerben. So, die Bordelle sind aber zu, die Frauen prostituieren sich in den Hotels. Und das heißt, sie müssen auf der Straße Kunden anwerben. Wenn du ein Ordnungsgeld bekommst, habe ich gehört, ist es teilweise bis 500 Euro. So, diese Frauen kriegen keine Corona-Hilfe, die kriegen keinerlei Unterstützung, die kriegen ihre Arbeitsplätze weggenommen. Obwohl Hygienekonzepte da waren vom Bordell, wie dass wir die Namen von den Kunden erfassen, was für die Frauen ja auch nochmal extra Sicherheit gewesen wäre, weil der Kunde nicht anonym mehr ihre Dienste in Anspruch nehmen kann. Aber stattdessen wurde halt eine Situation erschaffen, dass die Frauen zwingt, ja, prekärere Arbeitsverhältnisse einzugehen. Und dann kommt noch der Staat und sagt zu der Frau, hier, du kriegst noch ein Bußgeld, weil du irgendwie auf der Straße einen Kunden angeworben hast. Und dann muss die Frau sich vielleicht überlegen, okay, höre ich jetzt auf, mich zu prostituieren, esse nicht mehr. Oder ich muss jetzt mein Essen und das Bußgeld irgendwie anschaffen Ja. gehen. Und das ist dann für mich keine Schutzfunktion des Staats, sondern eben einfach nur, ja, wie ein Zuhälter. Er nimmt das Geld von der Frau, aber bietet ihr dafür nichts. Krass, ja, vor allem, er macht es ja eigentlich noch viel Ja, gefährlicher, genau, ne? Weil er ja. halt, weil die Frau ja dadurch, dass sie dann sich selber um das Hygienekonzept kümmert, was sie Ja. natürlich nicht tut, weil warum sollte sie? Ja, oder beziehungsweise, wie soll eine Wie soll sie Frau in sich einem Hotel, soll alleine, die 15 ja, Laken natürlich, mitbringen, ja, ja? natürlich, ja. Also, wie soll das gegeben sein? Oder wenn sie sogar sich auf der Straße prostituiert, wie soll die da irgendwie, und wie soll die Frau durchsetzen, hier, ich will deinen Namen aufschreiben, um Ja. rückverfolgen zu können, wenn hier einer von uns eine Infektion hat, dass wir da dich informieren. Wenn das in einem Bordell gewesen wäre, hätte der Bordellbetreiber die Namen aufschreiben können am Eingang. So, wie soll die Frau das durchsetzen? Ja.
Gibt's einen einheitlichen Typ Frau, der Prostituierte wird? Natürlich nee. Nicht, aber ich meine, gibt's eine Tendenz, wo du sagst, nee. Weil, also wenn ich mir Comedians angucke, das sind oft Leute, die einen an der Waffel haben zum Beispiel halt, ne? Und da nehme ich mich jetzt nicht mit aus, so. Und ja, gönn dir. Und ich frage mich, ob bei Prostituierten, also ich suche halt ganz oft, wenn ich mir Leute angucke, was sie zum Beispiel... Nicht was, nee, nicht Stereotypen. Jetzt bist du oberflächlich. wenn ich mir gewisse Berufsgruppen angucke, ja, dann frage ich mich immer, okay, was für ein Mensch macht das jetzt? Warum macht der Mensch, was er macht, ne? Warum will jemand Leute zum Lachen bringen und stellt sich auf die Bühne? Vielleicht, weil er irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe hat. Warum? Vielleicht auch nicht. Vielleicht, weil er einfach nur ein geiler Typ ist, so, ja, das, oder eine geile Typin. Ja, das weiß man nie. Aber gibt's bei deiner Erfahrung nach oder deinem Gefühl nach etwas, was dir oft, oder ein Thema, was dir oft begegnet, wo du sagen würdest, ah, okay, das habe ich bei dieser Frau gesehen, bei dieser Frau, das scheint was bei Prostituierten oft vorhanden ist. Also ich würde sagen, dass wenn wir jetzt bei Freiwilligen und Sexarbeitern und Sexarbeiterinnen aus Leidenschaft ausgehen, die wirklich auch den Beruf nicht nur nicht nur aus monetären Gründen erstmal machen, sondern auch, weil sie eine gewisse Leidenschaft dafür haben oder eine gewisse Begabung, ja, würde ich sagen, dass es auf jeden Fall auch Leute oft sind, die diese Eigenständigkeit und diese Unabhängigkeit und diese Flexibilität zu schätzen wissen. Und es kann natürlich sein, dass das Leute sind, die in anderen Berufen einfach mit diesem Leistungsdruck und mit dieser vorgegebenen Autorität und Strukturierung sich nicht so einfügen können und eben einfach so ein bisschen individueller ihre Arbeitszeiten und ihr Leben gestalten wollen. Und es kann natürlich sein, dass das Leute sind, die vielleicht auch psychische Erkrankungen haben oder Leute, die irgendwie aus anderen Gründen in anderen Berufen sich einfach nicht so einfinden. Oder, ne? Ich meine, ich habe 3 Hunde. Da könnte ich jetzt auch schlecht von morgens bis abends im Büro sitzen. Ja. Gut, aber die 3 Hunde konnte ich mir auch nur anschaffen wegen dem Beruf. Ich habe jetzt den Beruf nicht ergriffen wegen den 3 Hunden. Also das eine, wobei jetzt, ich habe auf jeden Fall mir einen Beruf gesucht, weil ich wusste, ich will Hunde haben und das ist mir wichtig. Mhm. Aber da spielen viele Faktoren eine Rolle. Mhm. Und natürlich gibt es auch Frauen, die, wenn du kannst halt in dem Beruf jetzt... natürlich beim Escort ist es vielleicht noch ein bisschen anders, aber jetzt im Bordell, Laufhaus und so, kannst du ohne Ausbildung, ohne vielleicht auch Sprache, also ohne jetzt Deutsch zu können, ja, und ohne Qualifikation, du musst jetzt nicht ein Zertifikat erstmal bei der Schule oder eine Weiterbildung machen, du kannst da relativ schnell, wenn du dich angemeldet hast, anfangen und relativ schnell Geld direkt verdienen. Ja. Das heißt, du musst nicht erstmal einen Monat arbeiten und kriegst dann dein Gehalt, sondern du kannst relativ schnell und flexibel das anpassen auf deine Lebenssituation. Mhm. Und das... ist vielleicht was sich bei allen so ein bisschen finden lässt. Würdest du eigentlich, wenn du dich irgendwo vorstellst oder wenn du jetzt irgendwo hingehst, haust du das einfach direkt raus mittlerweile? Ja. Ja? Das ist kein Thema einfach. Also, nee. Ja. Also auch, weil ich mir denke, okay, ich bin schon in so einer privilegierten Situation als Sexarbeiterin, ich bin geoutet, ich habe jetzt nicht so viel, natürlich habe ich auch mit negativen Vorurteilen oder Diskussionen oder mit dem Stigma zu kämpfen oder Nachteilen, deswegen, klar, gibt es Nachteile, die auch ich erlebe, aber die sind geringer als andere es erleben und dann denke ich mir irgendwie, okay, also habe ich irgendwie schon ein bisschen die Verpflichtung, dieses Stigma zu bekämpfen, indem ich, wo ich weniger zu befürchten habe, das dann irgendwie klar kommuniziere und dazu stehe, weil wie sollen Leute, die nicht geoutet sind, dazu stehen? Ja, ja, ja. Das heißt, was du machst, ist eigentlich jetzt wollte ich irgendwas Schlaues, Inspirierendes sagen, aber jetzt ist mir gerade die Birne einfach durchgebröselt. Okay, also was du machst, ist halt auf jeden Fall super mutig. Also ich stelle mir halt vor, dass dahinter, ich bin jetzt selber gerade an einem Punkt, wo ich mich als Comedian selber immer politischer halt positioniere und halt auch Meinungen rausballer, wie jetzt zum Beispiel in einem Video, was ich jetzt neulich rausgehauen habe, wo ich sagen würde, ey, keine Ahnung, ob das viel Backlash produziert, ne? Und das kann natürlich einem Comedian passieren, das kann einer Prostituierten passieren. Und ich finde, man setzt sich, wenn man sich irgendwie über seine Limitierungen, über seine Ängste irgendwie hinwegsetzt, sendet man auch immer irgendwie so ein Signal für andere Menschen. So, ja, yo, eben. Guck mal, yo, so schlimm ist es nicht. Mach's einfach, der Payoff ist so viel höher, als sich hinter seiner Angst zu verstecken. Ja, und auch vor allem auch so dieses, wenn ich mir selbst das Gefühl gebe, ich muss das verheimlichen vor Leuten und ich kann nicht dazu stehen, dann gebe ich mir selbst so ein bisschen das Gefühl, wie gesagt, das ist jetzt für meine Position, aber ich würde mich dann so fühlen, warum muss ich das verheimlichen? Ich liebe meinen Job und ich
erfahre nichts Negatives durch meinen Job, er bereichert mein Leben. Warum muss ich das vor einer Person verheimlichen, nur weil die aus ihrem komischen Muster und ihren Vorurteilen nicht rauskommt? Und wenn mir dann einer versucht zu erzählen, Prostitution ist Unterdrückung, dies, das, kann ich sagen, nein, für mich nicht. Das heißt nicht, dass es in anderen Bereichen vielleicht nicht so ist, aber darum geht es nicht. Ich als Person empfinde es nicht so, und warum muss ich mich dann da irgendwie, ja, mit diesem Stigma unterordnen? Hast du dann an der Uni oft so kleinere, also... Nee, ich habe eigentlich nur, also bisher an der Uni, ich meine, ich schreibe auch meine Bachelorarbeit darüber, und meine Dozentin, die war total begeistert davon, und auch meine Kommilitonen, die sind da eher ziemlich cool damit. Also bisher habe ich da nicht irgendwelche negativen Sachen. Also würdest du sagen, deiner Erfahrung nach, dass es tolerante Menschen sind? die ich getroffen habe, ja. Die du getroffen hast, ja, okay. Spannend. Ja. Oh, jetzt kann ich sogar meinen Tinnitus hören, so still. Hast du Tinnitus? Ja, seit ich 16 bin. Aber der ist gar nicht so laut. Ja, der ist nicht so laut. Okay. Habe ich mir im U60 geholt. Echt? In Frankfurt, ja. Echt? Ja, im U60. Ich bin einfach auf, stand irgendwie auf Speed, irgendwie 8 Stunden vor der Box. Und dann, ja, ist es irgendwie... Und seitdem, echt? Ja, seitdem leichten Fiepston, aber es ist auch nicht so schlimm, es ist nicht so mega laut. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Hm. Also ich kenne auch Leute, die das haben. Ja. Und das sind immer die keine Musik hören wollen beim Sex. Ich höre auf jeden Fall Musik beim Sex. Ich höre viel Musik. Ich finde Musik beim Sex deutlich angenehmer als ohne. Was, genau, wie ist es mit deinen Kunden? Hören die auch gerne Musik beim Sex? Unterschiedlich. Also es gibt auch nicht den einen Kundentyp. Es ist so unterschiedlich, es ist quer durch. Also kann ich, also ist wirklich... Aber meistens Wohlhabende, oder? Also ich meine, weil du bist ja eher teurer. Ja, wobei natürlich manche, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, okay, das ist was, was sie sich so nicht zusammensparen, aber was sie sich jetzt mal gönnen. Ja. Und dann gibt es natürlich welche, die sich das regelmäßig leisten können, die sind natürlich schon wohlhabend. Sind auch so Studenten dabei, so Leute, wo man denkt, die hätten jetzt vielleicht nicht so, okay. Also eher auch Junge. Ja. Okay. Also nicht so häufig natürlich, aber doch, gibt es auch durchaus, Also ist jetzt nicht so meine Zielgruppe, aber ist, Nicht deine Zielgruppe. Also ich finde, ich finde Kunden ab einem gewissen Alter angenehmer, weil gerade Männer ab einem gewissen Alter ein bisschen reifer sind, auch mehr Erfahrungen zu teilen haben und vor allem auch nicht mehr so diesen Drang haben, sich beweisen zu müssen oder irgendwie, ne, die können das entspannter sehen. Boah, das habe ich noch, krass, das habe ich noch auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht, das ist halt, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen eine so Generation Porno. Ich bin halt mit Pornos aufgewachsen und ich glaube, Pornos vermitteln einen halt so ein absolut beschissenes Bild, weil gerade, ich meine, alle sagen immer, Frauen sind pornoverachtend, umgekehrt, Pornos sind frauenverachtend, aber sind sie bis zu einem gewissen Teil auch, aber ich meine, ich will jeden mal fragen, der mal ein Porno geschaut hat, kannst du dich an die Fresse von dem Typ erinnern? Nein, weil du die wahrscheinlich nicht mal gesehen hast, weißt du, was ich meine? Der Typ ist einfach wirklich nur dieser Schwanz, ja. Ach, und das ist wirklich alles. Also ich habe auch schon Pornos geguckt. Safe, ja, natürlich gibt es immer. Aber wir Frauen achten vielleicht auch mehr Beispiele auf andere Sachen, so die Stimmung, die Situation. Erstens das. Was trägt sie für Ohrringe? Ja, genau. Echt nie auf die Idee gekommen, krass. Siehst du, wie abgestumpft ich bin. Also bei mir ist das Ding echt einfach nur, also wenn ich mir ein Porno anschaue, dann ist da einfach nur die Frau und der Schwanz. Und der Typ existiert fast gar nicht. Und ich glaube, das ist einfach so ein... Ja, aber... Ich meine, deswegen gibt es Cum-Compilations, weißt du? Deswegen sind die so... Du weißt, was es ist? Nee. Ach, du weißt nicht? Guckst du Pornos? Nee, eigentlich nicht. Ah, ja, voll gesund. Also ich hab gar keine Zeit dafür. Nee, finde ich gut. Du lebst den Porno einfach genau ein bisschen mehr. Ja, nee, das ist gut. Cum-Compilations sind einfach nur Zusammenschnitte, wo man halt zum Beispiel, wo eine Frau ins Gesicht gespritzt wird. Okay, ich kann es mir erklären. Und dann hast du irgendwie 50 Clips in 3 Minuten, 50 Cum-Shots. Und das ist ja, das zeigt ja schon, wo es, also dass halt oft so dieser menschliche Aspekt komplett rausgenommen wird und dann geht es eigentlich nur noch um... Ja, also ich meine, gut, Männer sind halt auch visueller fixiert als Frauen und Frauen brauchen ja auch noch ein bisschen mehr so dieses, also das kann man auch nicht verallgemeinern, aber so, ne, würde ich mal sagen, grundsätzlich Frauen ist ja auch viel die Stimmung und noch mehr Sachen, ne, als jetzt nur einfach das Kommen zu sehen und aber grundsätzlich zu sagen, Pornos sind frauenverachtend, man muss ja halt auch immer irgendwie überlegen, das ist ja auch nur eine Fantasie, ne? Und
auch wenn man jetzt beim Sex zum Beispiel, ich meine, es gibt auch Leute, oder es gibt ganz viele Frauen, die Vergewaltigungsfantasien haben oder die irgendwie geschlagen wollen werden, gewürgt werden wollen. Ich meine, 50 Shades of Grey, das war ja jetzt nicht so, es war jetzt nicht so der Hype, weil keine Frau das irgendwie, ne? Und es ist aber im Konsens. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mit meinem Kunden oder auch wenn in einem Porno oder auch im Privaten, wenn man jetzt ausmacht, okay, ich will, dass du mich würgst, mir ins Gesicht wickst und dabei sagst, was ich für eine Fotze bin, dann ist es ja in einem Rahmen, dass man sich das sich darauf geeinigt hat, ja. Ist es dann frauenverachtend, wenn beide dabei Lust empfinden und sich das vereinbart haben? Ne? Aber natürlich nicht. Natürlich ist es so auf den ersten Blick, dass man erstmal sagt, oh, wie frauenverachtend, wenn man es halt im Porno sieht, dann reduziert man das halt darauf und vergisst irgendwie, dass es natürlich auch in einer Einigung passiert ist. Ja. Ne? Also. Ja. Aber oft frage ich mich dann auch, wo, ich habe das Gefühl, sau viel von dem Sex, den wir leben, ist ja auch so. Konditionierung, ne? Okay. Also ich meine, du hast halt irgendwie ein Bild reingedrückt bekommen und besonders wenn du vielleicht viele Pornos gejunkt hast, stehst du irgendwann einfach auf andere Dinge, als wenn du noch nie Pornos geschaut hast. Und dann frage ich mich, wie krass kann man dann wirklich sagen, dass da ein erwachsener Mensch ist, der zustimmt? Weißt du, was ich meine? Natürlich, du kannst dann zustimmen zu dem, also ich will da gar nicht jetzt die sagen, dass diese Menschen keine Verantwortung haben. Nee, gar nicht mal so philosophisch, weil guck mal, ich glaube jeder, oder vielleicht doch fucking philosophisch, vielleicht habe ich einfach, ja, ich reagiere halt krass auf Rotwein, aber ich meine halt, wenn du fremdgesteuert bist, ne, also wie, und manche Leute sind extrem fremdgesteuert. Ja, oder ne? auch von irgendwelchen, ja. Ich habe zum Beispiel, ich hatte mal was mit halt ein paar Situationen mit Frauen, wo ich im Nachhinein sagen würde, das war einfach nicht so cool, ja, wo ich mir nicht sicher war. Aber hast du sie gefragt? Hä? Hättest du sie einfach fragen sollen? Ja, nee, in dem Moment habe ich sogar gefragt, ja, und es war so ein, oder ich weiß nicht, ob ich gefragt habe, das war in dem Moment auf jeden Fall, oder auf die Situation, die ich jetzt im Kopf habe, da habe ich tatsächlich gefragt halt, ne, und da kam ja. Und trotzdem habe ich mich im Nachhinein dann nicht so wohl gefühlt, weil ich dachte mir, okay, sie hat ja gesagt und ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie eine Schuld habe oder so, aber ich will nur sagen, ich habe das Gefühl, okay, die hat zwar ja gesagt, aber die wollte vielleicht einfach nur jetzt nicht Spielverderberin sein, wollte vielleicht mitmachen, die war vielleicht irgendwie beeindruckt und wollte jetzt nicht, weißt du, was ich meine? Aber und die hat dann ja gesagt, obwohl etwas in ihr drin auf jeden Fall wahrscheinlich eher nein gesagt hätte. Ja, und ich glaube, oft sind Leute... Das ist deine Interpretation. Also das ist natürlich... Aber mein Gefühl ist, glaube ich, sehr gut, was das angeht. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich meine, es ist auch ganz viel hier mit Scham zum Beispiel. Genau, aber und ist es dann der eigene Scham? Ich meine, ich kenne auch viele Frauen, die irgendwas gemacht haben und sich dann danach so geschämt haben eher dafür, oder das heißt nicht nur Frauen, aber auch Männer, was sie da eigentlich gemacht haben oder was sie gewollt haben in dem Moment. Nee, ich schäme mich nicht. Ja, das ist gut. Und da ist halt ich meine, Sex sind halt immer zwei oder mehr Personen. Und es ist natürlich immer schwierig zu gucken, wer jetzt was aus welchen Gründen oder aus welchen vorgeprägten Sachen auch möchte. Ne? Ich meine, auch Vaterkomplex, Mutterkomplex oder irgendwelche Erniedrigungssachen, wo kommt das her? Das ist natürlich, aber das, solange es Spaß macht und beide Parteien zustimmen und man jetzt irgendwie respektvoll miteinander umgeht, ne? Ich meine, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Typ dich wirkt und schlägt und fesselt und dich danach aber jetzt nicht respektlos behandelt, dann ist das okay in dem Fall. Ne? Also es kommt einfach immer auf das Gesamte an und das ist natürlich super schwierig, da jetzt die Sexualität zu analysieren und zu ergründen. Ich glaube, man muss auch gewisse Erfahrungen einfach machen, gell? Ich habe oft Leute kennengelernt, die sagen so, ey Mann, den Sex, den ich früher hätte, das würde ich mir jetzt nie mehr antun. Aber du musstest das halt irgendwie machen, einfach um es gelebt zu haben und dann irgendwann zu erkennen, so, okay, es könnte vielleicht auch noch irgendwie an. Man entwickelt sich ja auch weiter. Ja, safe. Ja, und man macht auch manchmal Sachen und denkt sich danach, war das jetzt so? Manchmal macht man natürlich auch Sachen, die man vielleicht selbst jetzt nicht unbedingt antören findet, aber die man, die einem deswegen Spaß machen, weil der andere das total antören findet. Und dann macht das ja wieder Spaß, wenn man sieht, wie viel Freude es dem anderen bereitet. Ja, voll. Ne? Solange man jetzt nicht irgendwas macht, was man nur für den anderen macht und was die eigenen Grenzen missachtet, ja, und man selbst dann eigentlich abstoßend findet, dann ist das alles in einem Rahmen, ja. Also ich meine zum Beispiel Natursekt ist jetzt auch nicht was ich super geil finde oder was, wozu ich masturbieren würde oder was ich irgendwie sagen würde, oh, das will ich unbedingt machen, weil es mich so antört. Aber wenn jetzt jemand das gerne möchte in einem gewissen Rahmen, ja, dann kann ich das durchaus machen und sehe, wie der anderen Person das Spaß macht und dann macht es mir auch Spaß. Ja. Aber
Ja, und so muss man halt einfach gucken, wo sind die eigenen Grenzen und die eigenen Bedürfnisse und muss das klar kommunizieren und muss das dann gemeinsam eben gucken und gemeinsam herausfinden. Und es ist einfach viel gemeinsame Kommunikation und eben auch das Bewusstsein der eigenen Grenzen und Bedürfnisse. Würdest du sagen, es gibt mehr toxische Maskulinität als toxische? Ich weiß, es ist. Ich werde. Ich kann diesen Begriff selber nicht mehr hören. Aber since you're studying Gender Studies, I have to ask. Also Wir haben paar, also unser Gesellschaft, unsere kannst gesellschaftlichen du ein Strukturen, bisschen niedriger ans Mikro? unsere Danke. gesellschaftlichen Strukturen sind zum Großteil patriarchalisch geprägt und das ist natürlich ein Machtverhältnis, was die Frau unterdrückt und deswegen gibt es natürlich da mehr ja, toxische Männlichkeiten, würde ich sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ist toxische Weiblichkeit, ob das jetzt so. Aber natürlich kann Also man. ich glaube, da könnten dir viele meiner sehr viele Beispiele geben. Aber das, ich meine, Feminismus ist ja auch nicht, wir wollen jetzt die Männer unterdrücken oder Männer sind scheiße. Das wird ja oft so missverstanden, wenn Leute sagen, ich hasse Feministinnen oder Feministinnen wollen immer die Männer schlecht machen. Nein, es geht ja um eine Gleichstellung der beiden. Und deswegen kann man natürlich jetzt nicht die patriarchalischen Strukturen jetzt geschichtlich ausblenden, aber da jetzt irgendwie zu sagen, die Frauen sind immer die Guten und die Männer die Schlechten, ist natürlich auch Schwachsinn. Und das ist ein, ich meine, das bedingt sich beides. Das eine existiert, also ne, nicht ohne das andere. Es ist ein Hin und Her und man muss einfach gucken, wie man da ja vielleicht Strukturen aufbricht und eben auch neue Strukturen formt. Ja. Ja. Aber würdest du nicht sagen, das Patriarchat, wenn es das. Ich habe mich jetzt nicht so in der Tiefe damit beschäftigt, auf was das Patriarchat fußt eigentlich, was das genau für Dinge sind, aber da könnte man jetzt wahrscheinlich auch nochmal Ja, 8 Jahre also drüber der. reden. Das Fass müssen wir jetzt nicht Nee, aufmachen. bitte nicht. Aber ich glaube, auf einer gewissen Ebene fickt das ja auch wahrscheinlich alle. Also wenn das halt, ich sag mal so, wenn Nicht was nur eine das Frau. Patriarchat, es sind ja auch viele Diskriminierungen, es sind ja intersektionelle, auch rassistische Strukturen. Das ist ja jetzt nicht, also ne, das ist, aber das ist jetzt, wird jetzt sehr, da gehen wir, glaube ich, ein bisschen zu weit. Ja, Aber zurück cool. zum Sex. Zurück zum Sex. Sorry, dass ich ganz kurz vom Sex weggekommen bin. Wie konnte ich nur? Ja. Ja, was. Ich mag dein Outfit. Du siehst gut Danke. aus. Ja, sieht gut Ich aus. mag deins auch. Es ist Ja, das ist ein weißes ruhig, es ist T-Shirt. beruhigend. Oh, beruhigend. Fuck, das ist das schlechteste, beschissenste Kompliment, was ich jemals. Dunkle Samuel. ja, beruhigend. Ich glaube, das ist ein super Closing, dass ich am Ende nochmal gedisst wurde. Eigentlich gefällt mir Wieso? das. Es ist doch Das fühlt beruhigend, es sich ist doch an. schön. Ah, ich Stell habe mal diesen vor, Typ du, gesehen, der ja, war. aber stell dir mal vor, du wärst genauso Ah, guck dir übertreten mal wie den ich, an, der ist so dann würden wir uns beruhigend. so gegenseitig Ich werde noch nie eine aufpushen. Frau zu einer anderen Frau gesagt, oh, guck dir mal den Typ an, der ist so beruhigend. Ja, aber besser als, oh Gott, der Typ regt mich so auf. Ist ja besser, oh, der Typ bringt mich ein bisschen runter, beruhigt mich. Ja, geil, Mann. Finde ich cool. Das hat jetzt Spaß gemacht. Gut. Ja, hey, dann Irina Lefay, Instagram, Twitter, OnlyFans und Nikolai Binner, YouTube, Facebook. Und vielleicht auch bald OnlyFans. Und auf jeden Fall OnlyFans mit meiner krass beruhigenden Ausstrahlung werde ich massiv weibliche Follower generieren. Also Leute, cool, dass ihr am Start wart. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank dir. Bitteschön. Ciao.